Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon in der Edition Schwert. In der letzten Folge sind wir nach Claw City hier wieder zurückgegangen. Heißt, glaube ich, nicht Claw City, aber ihr wisst, was ich meine. Weil hier der böse Rosé war und der ist auch immer noch da hinten. Und der hat hier irgendwie ein Ei gesprengt, in dem irgendein komisches Pokémon drin war, denke ich zumindest. Und gegen dieses Pokémon hat gerade der Deleon gekämpft. Oben, wo wir jetzt auch hingehen wollen würden. Und ich hoffe insgeheim, dass er tot ist, weil dann bin ich automatisch der Champ. Ohne jemals gehelft zu haben. Das wäre richtig cool. Und der Hopp ist bereit. Also bin ich auch bereit. Obwohl, ich habe mein Jainona jetzt, glaube ich, nicht geheilt. Deswegen wird die jetzt nicht volle Leben haben. Das wäre ein bisschen schlecht, aber passt schon. Ansonsten, oh fuck. Was ist das für ein Wesen? Das ist das Viech, das da in dem Ei drinne war. Ich weiß den Namen gar nicht. Das war so ein ganz komischer Name, den das Viech hatte, den ich mir niemals in meinem Leben merken kann. Und es sieht halt mehr oder weniger wie ein Drache aus und Deleon ist leider nicht tot. Das ist sehr schade. Ach, seid ihr etwa trotz aller Gefahr gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp und Dizzy, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht dynamaxieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endynalos zu tun, genau so hieß das. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endynalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, it's Champ Time! Da bin ich mal gespannt. Macht er das mit einem ganz normalen Pokéball oder hat er zumindest einen Superball? Vielleicht sogar einen Hyperball oder einen Meisterball? Ist das jetzt ein legendäres Pokémon? Oh, war das ein Superball? Ist der blau, gelb? Nee, ein ganz normaler Pokémonball. Genau, das wird nie was. Das wäre richtig lächerlich. Wartet! Es ist noch nicht vorbei. Glurak! Beschütze Cop und Dizzy! Alter, Endynalos hat sogar einfach den Pokéball kaputt gemacht. Jetzt habe ich mir den Namen doch gemerkt. Gibt's ja gar nicht. Ganz schön Dystopie-Pokémon auf jeden Fall. Ist ja gut, ich kämpfe gegen dich. Schrei hier nicht so rum. Ich bin gerade erst aufgestanden, ja? Endynalos! Ja, sieht einfach wie das Gerippe eines Drachen aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob Jainona volle Leben hat. Ich vermute fast nicht. Und das wäre kacke. Scheiße. Jainona hat nicht volle Leben und ist nur 5 Level über Endynalos. Wird wahrscheinlich Feuerstahl sein. Ich probiere einfach mal einen Flammenwurf aus. Okay, wir haben Feuerfänger. Er ist also auf jeden Fall ein Feuer-Pokémon. Und aber wahrscheinlich auch Eisen, oder nicht? Nicht sehr effektiv. Okay. Hat trotzdem relativ viel Schaden gemacht. Hätte ich jetzt aber gedacht, weil der sieht doch so eisenmäßig aus, oder nicht? Und der macht einfach die Endynalos-Kanone, die garantiert Jainona töten wird, oder? Sieht auf jeden Fall ultra heftig krass aus. Okay, cool. Jainona hat überlebt. Not bad. Wir müssen auf jeden Fall Jainona heilen. Ja komm, dafür haben wir die Top-Tränke. Wenn nicht jetzt, wann sollte man sie sonst irgendwann einsetzen? Und Endynalos setzt einfach nochmal Flammenwurf ein? Ist der dumm? Der hat doch schon beim ersten Mal gemerkt, dass ich dadurch keinen Schaden bekomme. Also die KI in diesem Spiel ist, glaube ich, nicht so ganz schlau. Tja, so sieht ein echter Flammenwurf aus. Ja. Sollte sogar lang und ansonsten verbrennt er halt eher. Ach warte, hätten wir ihn fangen können? Hätten wir Endynalos fangen können? Hätten wir ihn fangen können? Ich hab's nicht gemacht. Ah, nein. Das ist kein richtiges Pokémon, oder? Das ist einfach böse und das gehört so, dass man ihn tötet. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich Pokébälle fangen oder werfen kann. Ja, shit, jetzt explodiert er halt einfach. Das gehört aber so, oder? Auf jeden gehört das so. Wehe, man konnte ihn fangen. Oh, das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Das wäre ja richtig scheiße. Ja, ist aber ein zu krasses Pokémon, als dass man das fangen könnte. Und dann wird das jetzt auch mit der ganzen Cutscene nicht hinkommen. Oh mein Gott, der Endboss von Super Smash Bros. Diese Hand. Nur ein bisschen modifiziert. Oh nein, jetzt ist es eine dynamixierte Endynalos-Version. Und Jainona ist natürlich immer noch nicht geheilt. Wow, was für ein Koloss. Das schaffe ich allein nicht, Dizzy. Kämpfen wir gemeinsam. Ja, von deinem komischen Schaf brauche ich bestimmt richtig die Unterstützung. Nicht. Oh, hä? Jetzt ist Jainona doch geheilt worden. Alles klar, I don't care. Flammwurf. Auf Zwolok natürlich. Nein, Quatsch. Haha, bin ich witzig. Dass ich sage, ich greife das Schaf an und tue es dann doch nicht. Was um alles? Ich kann keine Attacken einsetzen. Ich auch nicht. Oh nein. Was sollen wir tun? Vielleicht muss ich doch Zwolok angreifen. Vielleicht zwingt mich Endynalos dazu, dich anzugreifen, Hopp. Dann mach halt irgendwas. Ja gut, ich greife jetzt Zwolok an. Ich kann nicht mal Zwolok angreifen. Dizzy, nimm dein Schwert.
Das sah gerade so aus, als wenn er irgendwie so ein Kadaver über seinen Kopf halten würde. So einen richtig vergammelten Kadaver, aber es war das Schwert. Überlass das mir! Bei der Macht des Schwertes und des Schildes befehle ich euch... legendäres Pokémon von Schwert und legendäres Pokémon von Schild... erscheinet und besieget Endynalos. Was? Ihr könnt doch nicht die legendären Pokémon rufen. Seid ihr bescheuert? Hey, nennen Sie nicht bescheuert. Schließlich haben Sie das Schwert und den Schild. Oh, ihr seid solche Nervensägen. Gebt mir dieses Schild. Und auch dieses Schwert. Ich werde sie auffressen. Okay, das sieht schon cool aus. Die Animationen von den legendären Pokémon sind absoluter Rotz, aber diese Cutscenes... Ah, schon ganz schön geil. Ui, da sieht sie zu alter Stärke. Zurückkommen. Schwert und Schild! Musik wird auch gleich viel freudiger. That's funny. Ja, ich werde nicht zulassen, dass ihr mich vernichtet. Wir sind übrigens gerade in so einer Zwischenwelt, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Giratina. Also wenn man den Hintergrund immer sieht, da sind immer so Fenster in andere Dimensionen oder was? Oder zumindest in andere Orte. Da war unser Anfangsort. Die hatte, okay, dann sind das keine anderen Dimensionen, sondern nur unsere Anfangsorte. Interessant. Und wir können jetzt... Ne, die kämpfen von sich aus, ne? Okay, mal gucken. Ich setze einfach mal einen Flammenwurf ein und gehe natürlich auf Zacki an. Haha, der Witz wird auch beim dritten Mal nicht besser. Ich höre jetzt auf damit. Zacki, dann setzt Jaula ein. Cool, er hat ein Schwert und jault erstmal rum. Und Hopp passt wieder gar nicht in das Bild hier rein. Wir haben Genona, wir haben Zakian und das andere Wesen, die alle so richtig cool aussehen und alles so Zamazenta. Okay, muss ich mir merken. Die alle so wolfmäßig aussehen und dann ist Hopp und hat einfach so ein fucking Schaf. Gigantenhieb! Aber wir müssen doch auch früher oder später noch in der Lage sein, Zamazenta und Zakian. Fuck, ey, ich muss die Namen dringend lernen. Einzufangen oder nicht? Das ist, glaube ich, das erste Mal in einem Pokémon-Teil, dass die legendären Pokémon zusammen mit dir kämpfen, bevor du sie überhaupt hast. Kann das sein? Wie geil das aussieht. So eine richtige Superman-Pose am Ende. Welches findet ihr von beiden besser, den Schild oder den Schwert? Also rein von den Attack-Animationen finde ich das Schwert mega viel geiler. Ich wollte ja eigentlich mir Schild am Anfang holen. Ich hab mir gar kein Pokémon geholt, sondern ich hab die Schwertversion ausgeliehen bekommen von dem Kumpel. Seit Januar tatsächlich, der will es bestimmt auch bald wieder haben. Aber ja, irgendwie ist das Schwert-Typ-Dingsbums schon sehr viel geiler. So, jetzt wo Hopp weg ist, können wir es auch endlich vernichten. Also vom Design und den Attack-Animationen und sowas, wie gesagt, finde ich tatsächlich Zakian besser. Aber rein von der Aufmachung finde ich das Schild-Pokémon besser, Zamazenta. Weil der einfach ein bisschen fülliger ist. Wisst ihr, das ist nicht einfach nur ein Hund, sondern das ist ein Hund, der einen Schild um Kopf hat. Und so eine coole Rüstung anhat. Das hat halt Zakian leider nicht. Zamazenta greift an. Okay, Zamazenta macht den Final Blow mit Knirscher. Toll, dann nicht mal mit so einer krassen Animation. Davor haben sie die ganze Zeit Attacken eingesetzt, wo immer so eine coole Animation kam. Und der Final Blow ist dann einfach, Knirscher. Jetzt, Dizzy, schnapp dir Zamazenta. Endynalos, meine ich natürlich. Okay, das mache ich natürlich mit einem Hyperball, weil das ist der beste Ball, den ich habe. Nicht so dumm wie Deleon mit einem normalen Pokéball. Nein, ich bin schlauer als Deleon, deswegen bin ich auch bald der neue Champ. Endynalos, du gehörst mir. Sogar da kommt so eine krasse Animation. Der passt niemals in diesen Pokéball rein. Ich glaube, das ist Pokémon-Quälerei, ihn da reinpacken zu wollen. Hä, was passiert? Funktioniert das? Ach stimmt, die Pokébälle werden ja größer, wenn sie dynamaxiert sind. Mia! Okay, jetzt ist es aber Pokémon-Quälerei in so einem kleinen Pokéball. Hurra, Dizzy, du hast es geschafft! Ja, ich bin der Allerbeste. Mama, hast du mich gesehen? Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Wir sind auf dich stolz, Dizzy! Oh mein Gott, ist das kitschig. Ach, das hätte jetzt auch ganz gut das Ende von so einer Pokémon-Folge einfach sein können.
So, einmal kurz die Welt gerettet. Aber das war jetzt noch nicht mit der Story, oder? 3 Tage später. Schon gehört? Seit du Rosé in die Quere gekommen bist und das Endynalus gefangen hat, redet jeder über dich. Ich bin so froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ohne die Hilfe von Samacenta und Zakian hätten wir Endynalus nie besiegen können. Nur Dino scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Oh, jetzt hat er nicht mal gesehen, wie krass ich drauf war. Das ist ja süß. Guck mal, hier sind einfach Pfoten auf dem Boden. Von einem Appa oder so. Nee, keine Ahnung. Ist ein Vulkano so groß, dass es so riesige Pfoten hat, dass er dann hier warten muss? Ein Hoch auf dich, Dizzy. Mach den fertig. Ich weiß, dass du es schaffst. Dizzy. Ja, ich habe ganz viele Fans, Alter. Okay, warte. Ich muss noch mal ganz kurz. Wir haben jetzt nämlich Endynalus im Team. Ein Level 60 Endynalus, Leute. Sieht schon richtig heftig aus. Wie kann es sein, dass ich bei den ganzen Pokémon-Spoilern, die ich so bekommen habe, noch nie Endynalus gesehen habe? Richtig weird, Leute. Also das Pokémon ist wirklich völlig neu für mich gewesen. Aber es darf natürlich nicht im Team sein. Naja, es darf schon im Team sein, aber wir müssen dann was dafür rausnehmen. Viele KP, guten Spezialangriff. Okay, mega gut. Nicht so guter Angriff, ist wahrscheinlich aber bei ihm sogar egal, weil er gar keine normalen Angriffe hat. Dynamaxierte Ziele erleiden doppelten Schaden bei der Dynamax-Kanone. Naja, ich behalte ihn mal drin und ja, wer kommt dafür jetzt raus? Ich wäre fast dafür, Jaynona rauszupacken, aber da Deleon einen Glurak hat, also mindestens ein Glurak, schon gerne irgendwie Feuer im Team. Nickel und Fly sind sowieso ultra stark. Komm, egal, gegen den Fight mit Deleon kommt jetzt Exandros einmal raus. Wir können ihn ja danach wieder reinpacken, wenn Endynalus richtig scheiße ist. Aber ich habe die Vermutung, Endynalus wird stark sein. Weiß auch nicht, wieso ich das denke. Let's go! Willkommen zum Cup der Legenden. Mach ihn fertig, mach schon, du schaffst das, Dizzy. So sieht man sich wieder, Deleon. Ja, so sieht man sich wieder, Dizzy. Aber wo bist denn du? Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Richtig poetisch. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time. Deleon fordert Dizzy zum Kampf heraus. Nein, eigentlich andersrum. Okay, let's see. Ich bin richtig gespannt, was er für Pokémon hat, neben seinem Glurak. Guringard. Mist, seine Level sind auch ultra hoch. Also wir haben gerade so gelevelt, dass wir hier, glaube ich, ganz gut zurechtkommen. Hätte ich ein bisschen weniger gelevelt, wäre das, glaube ich, sehr, sehr schwer geworden. Das kann jetzt aber auch eine Herausforderung werden. Mal schauen. Guringard sollte ja erstmal Eisen sein, oder? Ja, ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ah, du bist wirklich stark. Aber wie wär's damit? Taktikwechsel. Ich bin jetzt kein Schild mehr, sondern ich bin jetzt ein Schwert mit einem Schild in der Hand. Haha! Krasse Taktik. Jetzt geht er wieder in Schildform, damit er mehr aushält. Das ist ja auch ein cooles Pokémon. Königsschild. Wieso kann er das? Das ist ja mega gut. Das würde ich auch im Team haben. Das ist aber gutes Pokémon-Design. Wenn man so zwischen Angriff und Verteidigung herwechseln kann, das ist doch mega cool. Das bringt mehr Tiefe rein in das Spiel. Ein Maxax. Kann auch wieder mehreres sein, weil der so viel Rotanteil hat, denke ich mal, er wird auch mehr oder weniger Feuer sein. Aber wahrscheinlich auch Sand oder so. Sand gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, so Boden und so. Deswegen einmal kurz heilen und einfach mal abwarten, was er für eine Attacke macht. Eventuell müssen wir austauschen. Erdbeben, ja, ist ein Bodentyp. Habe ich mir fast gedacht. Und okay, dank Trank hat Jaynona überlebt. Na los, willst du nicht auswechseln? Boden ist halt mega scheiße. Jetzt die Frage. Endynalus ist ein Drache, aber nicht von Typ Flug. Aber er fliegt ja mehr oder weniger. Kann der Gegner den trotzdem treffen? Ich wechsle mal in Endynalus ein. Guckt euch an, wie viele fucking Leben der hat. Oh, ist aber kleiner als gedacht. Ich dachte, er wäre größer. Erdbeben, okay, trifft. Obwohl wir fliegen können. Und macht sogar ultra den Damage. Weil es sehr effektiv ist. Das ist ja sehr belastend. Ich probiere mal den Drachenpuls aus. Sollte jetzt auch nicht so scheiße sein. Wenn wir als erstes angreifen, könnte das zumindest ein bisschen Damage machen. Oh, es vernichtet ihn sogar. Das ist sehr effektiv. What? What? Dann war er doch nicht Boden. Was war er denn dann? Ah, wahrscheinlich war der auch von Typ Drache. Und Drache gegen Drache ist natürlich auch sehr gut. Rihorn, ja. Mann, wieder so ein Scheiß. Rihorn wäre Eisen, oder nicht? Aber Rihornior sieht mehr aus wie Erde. Ach, guck mal, hier steht ja sogar, ob es effektiv ist oder nicht. Ja, komm, wir setzen einfach noch einen Drachenpuls ein. Sind sogar als erstes dran. Sollte eine sehr starke Attacke sein. Wird wahrscheinlich nicht lang. Nee. Ja, und Erdbeben, damit ist dann Endynalus leider weg.
Hat er auch noch andere Pokémon, die vielleicht mal kein Erdbeben drauf haben? Das wäre richtig knorke. Tschüss an Dynalus, aber bisher ganz gut gekämpft. Ja, ja. Wer danach hat er noch mehr Boden, Leute? Dann bin ich nämlich richtig am Arsch. Dann hätte ich richtig gerne Exandros doch drin gehabt. Oh, guck mal, Durchbruch ist sehr effektiv. Und Laubklinge auch. Ja, normal. Okay, komm. Bitte sei als erstes dran. Ja, Fleiß als erstes dran. Damit ist der Rehornior weg. Ich habe jetzt trotzdem mega Respekt. Sein Glurak kann garantiert auch irgendwie Erdbeben oder so. Habe ich ein bisschen Angst. Gortron. Das wird ja wohl Pflanze sein, oder? Pflanze-Kampf. Trommelschläge. Damit wird er sich wahrscheinlich nur stärker machen. Nein, das macht tatsächlich Damage. Und gar nicht mal so wenig. Holy crap. Okay. Notsituation. Mach nicht diese. Hat zum Glück keine Wirkung auf mich. Dann mach doch diese. Mach das nochmal. Mach genau diese. Okay, wir greifen aber anscheinend nicht als erstes an. Er hat aber auch nicht die Hälfte unserer Leben abgezogen. Also gerade so nicht. Mit seiner komischen Attacke. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass Trommelschläge nochmal genauso viel Damage macht wie eben, weil dann sollte Fly das überleben. Mit einem Leben! Okay, er wäre tot gewesen, wenn Fly uns nicht so lieben würde. Ich liebe dich auch, Fly. Ich liebe dich auch. Jetzt musst du noch den Durchbruch treffen. Okay, sehr gut. Damit ist der dann auch weg. Oh my goodness. Aber sein zweiter Trommelschlag hat einfach mehr Damage gemacht als sein erster Trommelschlag. Katapultra. Wird auch wieder Drache sein, nicht wahr? Ist die Frage, ob er eine Drachenattacke hat. Der sieht aus wie Drache Wasser. Nun, dann zeig mal, was hast du drauf? Spukball. Okay, damit kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Spukball ist ja erstmal nur Geist, oder nicht? Noch ein Spukball. Okay, er will mir nicht sagen, was er vom Typ ist. Nicht so richtig. Okay, dann können wir, glaube ich, mal eine Laubklinge probieren, oder? Ich glaube, das ist sehr gut möglich, dass er auch von Typ Wasser ist. Und da sollte dann eine Laubklinge sehr, sehr effektiv gegen sein. Schlitzschlatsch! Ja. Nee, nicht so effektiv. Okay, der ist also nicht von Typ Wasser. Dann wird er garantiert Drache sein. Er wird wahrscheinlich wieder Spukball machen. Ich hole meinen Dynalus rein, weil Drache ist halt sehr effektiv gegen Drache. Wenn er jetzt eine Drachenattacke macht, dann ist halt scheiße, aber wahrscheinlich wird er einfach nur wieder Spukball machen. Und das sollte jetzt nicht so viel Damage gegen einen Dynalus machen. Ja, okay, doch. Aber nicht so viel, wie er könnte. Und mit Drachenpuls sollte der dann auf jeden Fall weg sein. Feuerodem ist nicht sehr effektiv, haben wir schon gelernt? Hä, warum? Das war doch nicht sehr effektiv, als ich das mit Genona gegen ihn gemacht habe, oder? War das nicht so? Jetzt bin ich ultra verwirrt. Gegen Drache ist doch aber nicht Feuer gut. Ist Feuerodem keine Feuerattacke? Feuerodem ist eine Drachenattacke. Ja, Leute, ich lerne auch noch dazu. Ich lerne auch noch dazu. Meine Champ-Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Okay, wird Dynamaxieren. Wir können nicht Dynamaxieren. Okay, wir lassen ihn einmal Dynamaxieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Heilen nochmal die vollen Leben von Endynalos auf. Elion wird Dynamaxieren und dann werden wir diese Dynamax-Kanone einfach mal einsetzen. Los, Glurak, zeig ihm, was du drauf hast. Dynamax-Glurak sieht auch so geil aus, weil seine Flügel einfach zu Drachen werden. zu Feuer werden. Ja, dann Dynamax-Kanone. Ich hoffe, wir sind als erstes dran, sonst wäre scheiße. Nein, er ist als erstes dran. Deine Brocken. Am I dead? Nee, nein, nein. Das war dumm von Ihnen. Delion, du bist ein Vollidiot. Aber danke, dass ich mal meine Dynamax-Kanone ausprobieren darf. Dynamax, Cannon Attack! Gegen seinen Bauch. Und das macht jetzt mehr Damage, weil er halt Dynamaxiert ist. Ultra gut. Glurak, Zeit für den Giga-Sturzflug. Nee, Feuerflug. Kommt einfach so ein geiler Phönix raus. Aber Feuer ist leider nicht sehr effektiv. Du Dummerchen, Delion, das hättest du wissen müssen. Lol. Und jetzt bringt leider auch unser Dynamax-Cannon-Stoß nicht mehr so viel. Aber ein Drachenpuls soll trotzdem den Final Blow geben. Ich hoffe, meine ganzen Pokémon waren jetzt noch am Leben. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich hätte erst mal nachgucken sollen. Ey, wehe, jetzt ist irgendwas tot gewesen. Aber Fly lebte noch, oder? Oh oh. Ich hoffe... Lebte Fly nicht? Doch, okay, alle waren am Leben. Ich hatte kurz Bedenken, aber alles cool. Und damit sind wir anscheinend der neue Champ. Nun. War auch ein bisschen unfair, dass wir Endynalos einfach im Team hatten. Hurra! Das war's mit meiner Champ-Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. So geht eine Ehre also zu Ende. Ja, Dizzy, du hast es geschafft! Mein Glückwunsch, Dizzy. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür sollst du gefeiert werden.
Ja, Dizzy! Wir sind schlecht animiertes Publikum! Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Dizzy, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Dizzy ist euer neuer Champ. Hurra, Feuerwerk. Wer so stark ist wie er, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Yay. Pokémon Schwert. Viel durchgespielt, sagst du? Shigeru Omori. Nicht zu verwechseln mit Shigeto Miyamoto, oder wie der heißt. Ja, Endcredits. Spiel ist noch nicht vorbei, wie jeder weiß. Also die Main-Story jetzt anscheinend schon, aber es gibt ja noch die legendären Pokémon. Ja, abschließend lässt sich sagen, am Anfang fand ich das Spiel sehr nett, als man da in seinem kleinen Dörfchen war. Auch diese Anfangsanimation mit diesen drei Starter-Pokémon, dass sie alle so eine Persönlichkeit bekommen haben, das war eine super geile Idee, das sollen sie hoffentlich auch so beibehalten. Dass sie wieder zurückgegangen sind, dass man Arena machen muss, auch sehr gut, das fand ich bei Sonne und Mond nämlich mega kacke. Ansonsten war die Story sehr, sehr seicht, also die hätte man echt nicht gebraucht, einige Routen waren super langweilig, das war aber in Pokémon schon immer so. Im Nachhinein hätte ich die Routen wahrscheinlich auch einfach rausschneiden können. Weil juckt halt keinen. Ich habe auch viel in den Kommentaren gelesen, weil jede zweite Folge immer so eine Route war. Ja, dass die halt nicht gerne geguckt werden und die haben auch tatsächlich weniger Aufrufe bekommen als die anderen. Also in Zukunft, wenn ich nochmal ein Pokémon machen werde, dann werde ich da wahrscheinlich ein bisschen schneller durchgehen. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, sei es jetzt Pokémon allgemein mit den Attacken und sowas oder aber halt wie man das am besten schneidet, beziehungsweise bin ich jetzt immer noch nicht richtig gut da drin. Aber ich bin auf jeden Fall besser geworden. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun, aber ja. Mit meiner Entwicklung immerhin. Ja, ansonsten Story am Anfang halt gut, in der Mitte hat sie sehr stark nachgelassen, zum Ende hin wird sie wieder besser mit dem Champ-Gedöns da. Und jetzt ist ja noch die Frage, wie das mit den legendären Pokémon gleich weitergeht. Auf jeden Fall eine schöne Idee, dass die legendären erstmal mit einem zusammen mitkämpfen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr die Story durchleuchten, warum das jetzt genau ein Schwert und ein Schild sind, warum die jetzt genau bei diesem Schrein darum lagen oder warum die jetzt genau in diesen Stein da auch drinne waren, wo wir sie ja rausgeholt haben, ob das jetzt deren in Anführungszeichen Grab war oder was. Aber das kann sich ja gleich auch alles noch zeigen. Von dem her, ja, ich brauchte, glaube ich, knapp 7 Stunden länger als der Durchschnitt mit diesem Spiel. So rein für die Story. Ich bin nicht ganz genau sicher, warum. Aber okay. Aber ich glaube, die meiste Zeit hatte ich schon Spaß mit dem Spiel. War in Ordnung. Ich glaube, ich würde dem Spiel so eine 6,7 von 10 geben. Ich glaube, damit ist das Spiel ganz gut bedient. Die Pikachu-Voice von Ikue Otani. Jetzt wisst ihr es. Und Aoyuki hat Eevee gesprochen. Nice. Lol, die zeigen nochmal die ganzen Arenenorden und so. Was war das andere? Okay, funny. Danke an alle. Sogar auf Deutsch. Nice. Nicht danke fürs Spielen, sondern einfach danke an alle. Okay, nice. Witzig. Okay, ich glaube, das war gerade ein Foreshadowing, dass man ja wohl nochmal zu diesem Schrein hingehen könnte und gucken kann, was da so abgeht. Wenn wir in der nächsten Folge machen, wahrscheinlich wird das nicht allzu lange dauern, aber das ist ein schöner Abschluss hier. Wir sind wieder da, wo alles angefangen hat, aber als neuer Champ. Und ja, wie es hier weitergeht, werden wir in der nächsten Folge angucken. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.